Hallo meine Liebe und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute kommt endlich das Video zu meiner dekorativen Kosmetik, die ich 2020 aufbrauchen möchte. Ich hatte es Ende März gedreht. Es hat mir nicht gefallen. Ich habe es neu gedreht. Da war es dann schon Mitte April. Dann habe ich festgestellt, ich habe keinen Ton mehr, weil ich es beim Rendern irgendwie zerschossen habe. Habe ich es Ende April nochmal gedreht. Das ganze Video war unscharf. Jetzt sitze ich hier bei meinem vierten Versuch, meine dekorative Kosmetik zu filmen, die ich aufbrauchen will. Deswegen kommen sie ein bisschen spät. Bald ist dann auch die Juni, Ende Juni-Variante da. Mal sehen, wie lange ich dafür brauche. Aber jetzt kommt sie endlich. Dekorative Kosmetik war auch erfolgreicher als Pflege. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wäre ein bisschen umgekehrt. Aber naja, gut. Nehme ich auch so hin. Bei beiden möchte ich eine gewisse Anzahl an Produkten aufbrauchen. Und jetzt gibt es dazu endlich ein Update. Dieses Mal werden quasi nur Produkte vorgestellt, weil den Fortschritt vorhanden ist, sichtbar ist. Die Produkte sind alle Stand Ende April. Und ja, ich würde sagen, wir fangen an mit den leergegangenen Produkten. Die habe ich hier in meiner Tüte. Die sammle ich für Ende des Jahres, um mal zu schauen, was in einem No-Buy alles leer geht bei mir. Es ist für jeden natürlich total unterschiedlich, aber ja. Erstes leeres Produkt ist die Foundation von Trended Up aus der Insta-Ready-Reihe. Sie war dann in Ordnung. Sie ist im Februar, glaube ich, leer gegangen. Wird mir eine Lehre sein, Limited Edition Produkte zu kaufen. So Foundation Limited Edition. Da kommt eigentlich generell auf diese Idee, das zu machen, aber okay. Ist leer gegangen. Dann im März leer gegangen ist von Physicians Formula der Butter Bronzer. Bin ich auch sehr froh drüber. Ich habe relativ lange dran gearbeitet. Ich glaube so anderthalb Jahre bis ein Dreivierteljahre. Also runden wir auf. Knapp zwei Jahre habe ich an diesem Bronzer mit 11 Gramm gearbeitet. Er ist jetzt leer. Das Metallfännchen habe ich jetzt beiseite genommen, um da dann eventuelle Sachen reinzupressen. Dann sind zwei Nagellacke schon mal leer gegangen. Zum einen Essie A List. Der ist jetzt leer. Hier hinten hat sich der Rest angesammelt, aber es ging einfach nicht mehr raus. Ich konnte ihn auf den Kopf stellen oder auf den Kopf stellen. Es kam nichts mehr raus. Von daher, der ist jetzt leer. Und von CND Creative Play, der ist im April leer gegangen, der Base Code. Den wollte ich ja auch aufbrauchen und das habe ich geschafft. Bis jetzt benutze ich nur noch den Top Code als Base und Top Code und es klappt eigentlich ganz gut. Dann auf der Abschlussliste war die 183 Days Strawberry Strong Base. Irgendwie weiß ich nicht, ob sie wirklich was gemacht hat. Sie war da. Aber ich habe jetzt nicht den Wow-Effekt feststellen können. Ich glaube, sie ist eh nicht mehr im Sortiment. Von daher, kein Nachkauf. Dann ziemlich am Anfang des Jahres leer gegangen von Trended Up, der Powder Blush in der Nummer 50. Da war es wirklich nur so eine Frage von Tagen, dass der leer geht. Eine Mascara ist leer gegangen. Also da habe ich schon mal ein Ziel erreicht. Zwei Fixing Sprays sind leer gegangen. Ich bin also bei meinem letzten. Das zweite ist mit einer Haarkur gefüllt im Bad. Aber ja, nur noch eins runter. Also yay, das Ziel ist schon mal erreicht. Ja.
sauber machen. Dann noch zum Ende leer gegangen sind Stiftprodukte. Zum einen von Essence der Super Let's 24 Hour Eyebrow Pencil in Blond. War in Ordnung, würde ich nachkaufen, wenn es den dann noch geben sollte. Ebenfalls von Essence der Invisible Kiss Transparent Lip Liner. Ja, es war ein weißer. Ja. Hat jetzt so ein bisschen was gebracht, aber auch nicht über dermaßen. Und nachkaufen würde ich mir nicht, weil die Dinger waren ziemlich locker im Plastik verankert. Und ja, dann hole ich mir lieber welche aus Holz. Noch ein Lip Liner von Trend It Up ist leer gegangen, die 400. Ja, war ein Nude. Bin ich froh drüber, dass von den Trend It Up Dingern einer leer gegangen ist, weil die brechen mir immer ab. Egal wo, egal was ich mache, sie brechen ab. Und noch drei anspitzbare. Einmal von Douglas, der Mini Eye Pencil in Black, der ist jetzt leer gegangen, bin ich auch froh drüber. Der war ja im Adventskalender von Douglas. Schwarzen Kajal kann man immer irgendwie benutzen. Dann von NYX der Beige Lip Liner. Der ist auch am Anfang des Jahres leer gegangen. Und ja, den würde ich wahrscheinlich eher nachkaufen als von NYX die Suede Mattes. Die sind mir einfach zu matt und zu trocken für die Lippen. Zumal ich mit Lip Liner nicht nur meine Lippenkontur nachziehe, sondern auch komplett ausmale. Einfach für den Fall, wenn Lippenstift runtergeht, dass vielleicht nur ein bisschen Farbe da ist. Und ja, die sind leer gegangen. Yay! Ja, ansonsten habe ich ein bisschen sichtbaren Fortschritt bei meinem NYX Blush. Der hatte ja noch kein Hit with Pan, jetzt hat er Hit with Pan. Aktuell liegt er allerdings beiseite, weil ich einen Franken Blush aufbrauchen möchte. Und ja, ich denke mal, im Juni steht er wieder im Fokus. Ich greife jetzt einfach wild. Bei den Nagellacken sind noch drei Stück vorhanden. Einmal von Essie All Access Pass. Ja, er geht bald. Ja. Ich denke mal noch ein, zwei Anwendungen. Ich werde wohl morgen meine Nägel neu machen. Da wird er nochmal drauf landen. Vielleicht ist er dann schon leer. Mal schauen. Jedenfalls muss ich ihn umkippen in hier. Von meiner Kieselerde in so einem Blister. Fülle ich ihn um. Klar, es bleibt einiges kleben, aber ich komme wenigstens noch an das Produkt ran, ohne sonst was für Verrenkungen in der Flasche machen zu müssen. Bei meinem, ja, Markierungsnagellack, nenne ich ihn jetzt mal, von Trend It Up, bin ich ein bisschen unter der aktuellen Markierung. Ja, ich denke mal, dass der sich über das Jahr hin so aufbraucht, wenn ich denn genug Produkte habe, um Sachen zu markieren. Und besagter Topcoat von CND Creative Play. Hier kann ich noch eine neue Markierung setzen. Hier bin ich jetzt aktuell und ich denke mal, ich werde das erstmal weiter beibehalten, dass ich ihn als Basecoat oder als Topcoat verwende und ja, so dann langsam aufbrauche. Er hat sonst sehr, sehr langsam Fortschritt angezeigt. Also das sind jetzt 4 Monate und ja, der wird das Jahr überhalten. Augenbrauenstift habe ich nur noch von BH Cosmetics den Shade and Define Duo Brow Pencil drin. Ja, hier ist aber auch nur noch die dicke Seite vorhanden. Das ist alles, was über ist. Ich blende gleich noch parallel die Abmessungen ein, aber ja, ich denke mal, dass der bis zum Update im September noch da ist. Gehe ich einfach mal von aus. Wäre natürlich schöner, wenn er ein bisschen früher leer geht, damit ich noch an den anderen Augenbrauenstiften arbeiten kann. Aber ja. Mehr kann ich da nicht tun. Dann ein Produkt, wo
gut Fortschritt zu sehen ist, ist von Trended Up der Insta-Ready Poreriser. Das ist alles, was über ist. Also ich kann ihn nicht weiter hochdrehen. Diesen Zentimeter werde ich noch aufbrauchen. Wenn ich ihn reindrehe, sieht es so aus. Also da ist ordentlich was runter. Sieht man auch am Fortschrittsbild. Und ja. Ich hoffe, dass der zum Update, also als Leer für das Juni-Update zählt. So. Bei der Maybelline Superstay Full Coverage Foundation sieht es auch gut aus. Hier ist der aktuelle Stand. Hier oben habe ich angefangen, in 4 Monaten habe ich quasi die Flasche fast leer bekommen. Also 5 Monate hält bei mir eine 30 Milliliter Flasche mit recht dicker Konsistenz. Ja. Bin ich froh darüber, wenn sie leer ist. Aktuell werde ich sie dann mit meiner normalen Foundation, die ich überlege, dann jetzt aufzubrauchen, mischen, trage ich heute auch noch. Es hat echt gut funktioniert. Von daher hoffe ich, dass sie dann im Juni leer sein wird. Beziehungsweise gehe ich einfach mal davon aus. Das letzte Fixing Spray ist von Makeup Revolution Sport Fix. Dann habe ich keine mehr. Ich habe allerdings schon mein Backup hier liegen. Aber das dauert, bis ich das anbrechen muss. So geschätzt bin ich hier. Die Flasche ist einfach schwarz. Da kann ich nicht durchgucken, aber ein Viertel habe ich schon geschafft. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Trended Up Highlighter Perlen. Ja. Sind in Arbeit. Ich habe sie teilweise schon gecrushed. Aber ich glaube, gewichtstechnisch hat sich hier fast nichts getan. Ich werde sie wohl Mitte Mai einfach mal neu pressen. Mal sehen, ob das überhaupt funktioniert mit den Dingen. Lottie London Liquid Lipstick, nein, Lip Foil. Ja, bin ich hier. Der ist jetzt in einem neuen Projekt. Und ich hoffe, dass ich ihn darüber dann aufbrauche. Aber sonst ist es recht langsam mit dem Fortschritt dort. Ja, Liquid Lipstick, Ofra Cosmetics, Encharmed. Ich verwende ihn. Ich habe den Stopper rausgenommen, fälschlicherweise zu früh. Ja, er wird immer wieder benutzt. Man sieht noch nicht wirklich Fortschritt. Er setzt sich halt auch nicht ab. Er ist sehr dickflüssig, beziehungsweise dick cremig. Also es ist schon richtig pastös. Ja, wird einfach immer mal wieder verwendet. So, kommen wir jetzt zu den ganzen Stiftprodukten. Da muss ich einmal gestehen, ich habe einen Lip Liner weggeschmissen. Das war von Trended Up die Farbe 80, das war irgendwie so ein Pinktönchen ähnlich. Der war einfach pupstrocken. Pupstrocken, ich könnte damit nicht auf den Lippen malen. Und anstatt ihn in mein Aufgebrauchkörbchen zu schmeißen, habe ich ihn direkt in die Tonne gekloppt. Passiert, aber der ist gegangen. Machen wir weiter mit Kajalstiften. Da haben nur drei, was heißt nur drei? Drei Kajalstifte Fortschritt. Insgesamt möchte ich hier 8 Stück aufbrauchen. Zum einen ist das von Trended Up aus der Soft Matte Kajalreihe die Nummer 70. Und hier habe ich ungefähr die Hälfte schon aufgebraucht. Ist auch ein Kärtchen dann zu sehen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass der nochmal in ein Projekt reinkommt und dann die andere Hälfte leer geht. Die Hälfte habe ich auch in knapp 2 Monaten aufgebraucht. Also sehe ich da gute Chancen. Dann jetzt in einem neuen Projekt von Trended Up der Contour & Glide Kajal in der Farbe 51. Den benutze ich zum Tightline. Ein-, zweimal habe ich ihn, glaube ich, für einen blauen Make-up-Look benutzt. Und ja, ich denke mal, ich werde wohl noch mal 1, 2 blaue Make-up-Looks schminken. Und dann geht das mit dem Fortschritt eigentlich auch ganz gut. Und zu guter Letzt von Trended Up der Kajal 31. Auch in einem Projekt. Und ja, hier tut sich der Fortschritt nicht schnell bewegen.
Aber ja. Er ist leider ein bisschen zu trocken, um ihn auf dem Auge aufzutragen, sonst würde es schneller gehen. Aber auf der Wasserlinie trage ich ihn auf und ab und zu sieht man dann noch ein bisschen Fortschritt kommen. Und zu guter Letzt Lip Liner. Neben den 3 aufgebrauchten Lip Linern habe ich noch 7 mit Verwendung. Zum einen, oder? Ich stelle noch mal auf. Nein, die 490 hat keine Verwendung. Schade, ist jetzt aber in meinem Schminkkörbchen drin. Von Max Factor, der Lip Color Elixir, habe ich jetzt auf der Karte nicht eingezeichnet, aber ich habe ihn einmal angespitzt. Das ist also der Fortschritt. Und vielleicht trage ich es noch nach. Aber ja, den habe ich einmal angespitzt. Das weiß ich. Dann Trend It Up Nummer 50. Drehe ich jetzt nicht raus. Der ist kaputt. Wie soll es auch sein? Der hat ordentlich Verwendung bekommen. Er ist so knapp halbiert. Muss ich demnächst nochmal wieder mehr verwenden. Aber ja, da sehe ich auch keinerlei Probleme. Es wird Sommer, da kann man Orange besser tragen. Die 480 hat minimalst Fortschritt. Hier habe ich jetzt einen passenden Lippenstift reingenommen. Ich kann es nochmal rausdrehen. In der Hoffnung, ihn dann mehr zu verwenden. Und ja. Ansonsten wird das wahrscheinlich eher wieder eine Herbstfarbe. Dann Trenched Up Bronzing Lip Liner. Die Nummer 10. Müsste mal wieder angespitzt werden. Ja, ist in Verwendung. Aktuell auch in einem Project Pan. Von daher, ja, denke ich mal, weil er auch sehr buttrig ist, dass das auch ein schnelles Produkt ist. Die 236 von Trended Up. Ja, ist auch nicht mehr allzu viel. Ich denke mal auch die Sommermonate, wo man Pink trägt, also mehr Pink trägt, werden ihn rausholen. Und dann absäbeln. Und zu guter Letzt die Nummer 10. Da habe ich Hoffnung, dass das im Mai leer geht. Das sind jetzt so knapp 1,5 cm noch. Und ja, auch guter Fortschritt. Viel mit dem Ofra getragen, aber auch mit dem dazugehörigen Lippenstift. Ja, das waren jetzt alle meine Produkte, die Fortschritt haben. Es gibt natürlich noch ein, zwei Produkte, die keinen Fortschritt haben. Vor allen Dingen der Elf Mineral Primer. Der ist ja so silikonartig. Der kommt dann dran, wenn der Trend It Up leer ist. So bin ich soweit zufrieden mit den Produkten, die leer gegangen sind. Ich hoffe, das Video ist jetzt auch vernünftig, sodass ich es endlich online stellen kann. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.